Servus, Salve und Hallo. In diesem kleinen Clip am Sonntag geht es um Hypoport und Vata. Ich denke, vor dem Hintergrund dessen, was da am Freitag passiert ist, tut es hier mal Not am Mann und ich mache mal einen Extra-Film, um denjenigen, die dabei sind. Ich habe also ein paar gelesen, die sind dann auch Vata Long mit, ich glaube, 80 oder sowas und eine Hypoport mit 300. Sollte man vielleicht mal den anderen Anspruch zu loslassen. Ich fange mal an mit Hypoport. Das hier vor euch ist der Monatschart. Da seht ihr, was da passiert ist. Die Freunde waren bei 600 und es war, wann war denn das? Am 1.9.21, also vor einem Jahr bei 600. Jetzt handeln sie bei 76 oder 77, 42 Freitagabend. Wir sind also auf dem Niveau von 2016 hier irgendwo da. Rein vom Monatschart her habe ich eine Unterstützung bei 50. Wir sind technisch tief, überhaupt keine Frage, aber bei solchen Bewegungen kann man die Technik vergessen, also die mathematische Technik. Jetzt gehe ich mal auf den Tageschart, dass wir das ein bisschen besser sehen können. Also zunächst mal so ein Hintergrund. Hypoport lebte hervorragend in den letzten Jahren von den billigen Krediten für Immobilien. Ja, die Zinsen waren tief. Die Bauneigung war groß, das war toll für die. Ich habe es jetzt nicht verfolgt, also Hypoport ist keine Aktie, die ich irgendwie auf meinem Screen habe. Ich gucke da eher auf die DAX-Werte bzw. auf die Immobilienwerte, sowas wie Vonovia und wie sie alle heißen. Und die haben ja in den letzten Wochen auch mächtig eins auf die Nase gekriegt. Jetzt war das so, das erste Halbjahr war für Hypoport immer noch gut. Die hatten einen Umsatz plus von 23%. Und einen Gewinn von plus 35% auf, wenn ich es richtig gesehen habe, so 23, 24 Millionen. Okay, kann man nichts gegen sagen. Aber die haben halt auch gesagt, aufgrund der jetzt doch sehr schnell, sehr stark gestiegenen Zinsen, können die keine Aussicht geben für die nächsten Quartale. Haben wir mal ganz klar gesagt, also jetzt hier der Beginn des zweiten Quartals, und das ist seit Juli, ist natürlich katastrophal. Logisch. Wer nicht unbedingt einen Kredit aufnehmen muss, ja, der zahlt jetzt richtig Zinsen dafür. Es kommt ja schon bald so, dass wir sogar Zinsen für ein Sparkonto wieder kriegen. Deswegen, ich finde es also völlig normal, was die gemacht haben. Die haben keine absoluten Zahlen genannt, aber sie sagen, sie können vor dem Hintergrund des momentanen Marktumfeldes nicht sagen, wie sich das dritte und vierte Quartal entwickelt. Das finde ich erstmal wirtschaftlich oder kaufmännisch vollkommen richtig. So, jetzt habe ich gesagt, die Technik kann man nicht so greifen. Ja, das ist also hier natürlich heftigst überverkauft. Ganz klar. Die haben, wenn ich es richtig gesehen habe, 49% verloren. Gehen wir mal hier auf, fangen wir mal damit an. Das hier sind so ein paar Zahlen. Das erste ist, die sind jetzt basierend auf dem Kurs von 77,42 und der Anzahl der Aktien haben die eine Bewertung von 488 Millionen. Am Donnerstag war das noch 1 Milliarde. Das muss man zum Sagen. Der Streubesitz ist bei 55,45%. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Zahlen hier schon abgedatet sind mit Umsatz respektive, das kann man natürlich alles hier vergessen, KUV-Verhältnis, KGV-Verhältnis. Ich glaube nicht, dass das irgendwie abgedatet wurde. Aber auf jeden Fall, das Ding ist die Hälfte wert dessen, was wir am Donnerstag hatten. Also das ist schon heftig. Jetzt gucken wir auf was anderes. Und zwar ist das das hier. Es müsste das sein. Ne, das ist Vata. Da komme ich gleich drauf. Hier. Hypoport. Ich gucke immer ganz gern auf die Short-Position. Was bestand da? Und da ist nicht viel in Hypoport. Gar nicht viel. Am 15.09. geht Millennium International eine Short-Position ein von 0,5%. Hey, die werden das Ding jetzt übers Wochenende gefeiert haben, wie Jordan Belfort in seinem Film Der Wolf of Wall Street mit seinen Angestellten. Also das ist natürlich das, der Mega-Deal. Ja, sensationell. Aber das ist nicht so viel, dass das Eindecken des Charts jetzt den Kurs nennenswert stützt. Was mache ich bei sowas? Ich habe mal einen Film gemacht, Repair Strategy, und ich habe das auch auf YouTube. Wenn man auf meine Seite YouTube geht, Christian Schlegel, ist das oben drin. Wir hatten mal einen nicht ganz so dramatischen, aber ähnlichen Fall in SAP. Da sind die von 125 auf 100 über Nacht, weil der Ausblick nicht so toll war. Dann sind sie runter auf, ich meine, es war 89 und gingen dann langsam hoch. Für mich ist da eine große Hilfe die Bänder.
Wenn wir jetzt mal das hier nehmen, die Bänder gehen heftig aus. Wann war denn das hier? Das war am 12.04. Die Bänder sind sie gefallen von 380 auf insgesamt 230. Das ist schon. Ja, und die Vermutung liegt, naja, das muss da irgendwann mal hochkommen. Ab wann kann so ein Wert sich stabilisieren? Das ist immer dann, wenn das obere Band, das der Bewegung entgegengesetzte Band, ich mach's mal größer, Moment, wenn das die Richtung dreht. Das ist hier. Dann überlegt sich der Kurs, gehe ich seitwärts oder korrektiv, leicht nach oben, zur 20-Tage-Linie hin, sowas. Hier war es nur seitwärts. Die Bänder wurden immer enger, immer enger. Und dann haben wir es wieder aufgemacht. Ja, dann fielen wir von 274 runter auf 191. Das ist schon prozentual fast die gleiche Größenordnung. Auch hier wieder das Band, der Bewegung gegen das Band, hat seine Richtung geändert. Da gab es seitwärts, in diesem Fall sogar leicht korrektiv. Hier war es nur seitwärts und hier war es leicht korrektiv. So, hier ist es auch hoch. Hier sind sie dann mal heftig gestiegen von 178 auf, was ist das? 260. Das der Bewegung aufwärts entgegengesetzte Band hat hier die Richtung geändert. Dafür habt ihr eben diese Grids hier, diese Linien hier. Das soll euch da helfen. Ja, das ist dann hier. Da ging es noch seitwärts und dann korrektiv. So, jetzt gehen die Bänder gerade erst auf. Ich muss jetzt warten. So, also Geduld. Das ist wirklich das Wichtigste an der Börse. Geduld, bevor ich da jetzt eine sinnvolle Position eingehe, bis die Bänder sich jetzt irgendwie dazu äußern. Wir sind so weit weg vom Band. Ja, das untere ist momentan bei 122 und der Kurs ist bei 74. Es hat keinen Sinn, da was zu kaufen. Und wenn, dann bitte nur Schnüffelstücke. Ich sage das an dieser Stelle gern. Ich habe auch 10 Stück gekauft. Bitte nicht lachen. 10 Stück. So um die 80 rum. Das ist also ein Gegenwert von 800 Euro. Das kann ich verschmerzen. Das ist das, was ich immer nenne, Schnüffelstücke. Um reinzuriechen, um zu gucken, was passiert da in dem Wert. Hier bei Hypoport wird da nicht so viel passieren. Aber bei Warta kann das ganz anders sein. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich muss also jetzt warten, bis sich die Bänder beruhigen, im Sinne von sie gehen auf. Warte mal, ich zeige euch das mal so am alten Kurs. Moment. Hier gehen sie auf. Da, nach oben und nach unten. Und da kommen immer noch Nachzügler. Nach unten, nach unten, nach unten. Ist immer noch nichts passiert. Ja, jetzt korrigiert es mal ein bisschen, geht wieder runter. Und erst jetzt so ab hier, wenn das wirklich, nehmt euch diese Linie hier als Linie eures Vertrauens, sagen wir es mal so. So, erst wenn das hier kippt, das ist in diesem Fall bei 260 und sie gehen trotzdem noch ein bisschen runter, erst dann lässt der Druck nach. Erst dann. Und dann kommt halt entweder eine Seitwärtsbewegung oder halt eine korrektive Bewegung, wie hier. Das heißt, ihr müsst warten. Es ist also nicht so, dass massive Shorts bestehen. Es sind nur 0,53%. Es gibt auch nur ganz wenige Knockouts auf diese Aktie, sodass von daher aus dem Derivatebereich nicht allzu viel passieren sollte. Aber es hat keinen Sinn zu sagen, oh, die waren 100, was weiß ich, 150 und jetzt sind sie 74. Ja, kaufe ich mal welche größere Positionen. Die werden schon hier hochgehen. Es ist besser zu warten, bis sich dieses Band hier nach unten dreht. 10 Stück halte ich für überschaubar. Das ist, wie gesagt, dann kriege ich den Wert ein bisschen besser mit. Ja, aber ich würde hier niemals irgendwelche 100 Stück kaufen oder 1000 Stück oder so. Das wäre mir viel zu heiß, weil das Ding kann vom Chart her locker noch auf die 50 gehen. Wir hatten es eben im Monatschart gesehen. Mal gucken, ob ich den hier so reinkriege. Das ist jetzt der Tageschart. Ja. Hier ist eine kleine Unterstützung bei 61, hier ist die nächste so um die 50 rum. Das kann das sehen. Also deswegen nicht so schnell machen, hat keinen Sinn. Und jetzt kommen wir mal zu Warta. Warta hat am Freitag 33% verloren. Ja, wir haben also hier das letzte Zwischentief, das war das Corona-Low. Wo war denn das? Das war bei 49, das haben wir also auch mal fett rausgenommen. Und ja, eigentlich gibt es hier wirklich nur eine gute Unterstützung im Bereich 25. Eine kleinere bei 30 vom Chart her. Auch hier vergesst die mathematische Technik, das hat überhaupt keinen Sinn. Gehen wir mal auf den Tageschart und zu dieser Meldung hier.
Das hatte ich neulich in so einem Webinar mal gesagt. Ich mache es gleich da rein. Warta ist einer der verfixtesten, also fixen heißt Short gehen, der am meisten Short gegangenen Werte in Deutschland. Das sind 7,06%. Das ist jetzt eine Zahl vom 15.09. Und da ist also Gott in die Welt Short da drin. BlackRock 2%. Und ihr könnt mal hier schauen. 26.05. Wo waren die denn da? Mal gucken. 26.05. Da waren die noch bei 85. Ja, und hier seht ihr also auch 16.12. Public Equity. Ich kenne die teilweise gar nicht. 16. Was ist das? 16.12.21. Da sind sie hier bei 120. Und die Jungs sind das Short. Weiterhin Short. 7,06%. Das ist eine Menge. Ja. So, und deswegen jetzt hier mal diese kleine Liste hier. Das hätte ich einmal hätte gereicht. So, mit Kurs vom Freitag, bewertet mit 1,6 Milliarden. Streubesitz ist 44%. Warta hat also die Jahresziele auch, die nennt es so schön hier, kassiert. Es ist im Prinzip, die Begründung ist genau die gleiche, die können einfach nicht voraussehen, was passiert jetzt hier im nächsten Vierteljahr, im nächsten halben Jahr. Sie können es nicht. Und das muss man als ordentlicher Kaufmann, muss man sagen, ich kann meinen Umsatz, meine Gewinne nicht prognostizieren. Dass das Ding dann gleich so runterfliegt von fast 60, das war 57, runter auf die 39, man mag das für übertrieben halten, aber vor dem Hintergrund von diesen 7,06% Shorts, ja, die drücken natürlich da drauf. Es würde mich nicht wundern, wenn da am Freitag sich diese Zahl von 7,06 auf 8 oder 9% sogar erhöht hat. Das werden wir erst in den nächsten Tagen wissen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die 2 Tage Zeit, um ihre Veränderung zu sagen. Aber, und hier kommt das große Aber, nehme ich das mal raus, da sind so viele Shorts und auch die machen eine Riesenfeier. Die sagen sich, ey Wahnsinn, das ist sowas zu verdienen mit einem Aktienshort ist schon gewaltig. Das ist richtig gut, die machen eine Riesenfeier und ich glaube auch nicht, dass die das jetzt hier ausreizen runter bis 25. Das ist ein, muss man so sagen, das ist ein Gottesgeschenk. Ja, das ist, die werden anfangen, das zuzumachen, was dem Kurs helfen könnte. Aber hier auch genau das Gleiche mit den Bändern. Ja, hier ging sie auch auf, aber nicht so steil. Hier ging es dann runter, seitwärts. So, und jetzt gehen die fett auf. Das untere Band ist, wenn ich es jetzt hier richtig sehe, hier bei 53. Das wird dann am Montag liegen, irgendwo im Bereich 46. Allein wieder da reinzukommen, das wird lange dauern. Auch hier, es ist zu früh. Und wenn ihr es macht, bitte nur mit Schnüffelstücken. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen Hypoport und Warta. In Warta gibt es doch schon sehr, sehr viele K.O.-Scheine und auch Optionsscheine. Und wenn wir alle, die jetzt hier zuhört, wenn wir der Meinung sind, sagen wir mal, wir sehen hier eine Unterstützung, bei 57, naja, dann kaufen wir uns halt mal einen 52er Schein. Und dann geht das Ding so schnell runter, dann haben wir unseren Schein direkt verloren. Wir schreien laut Scheiße, das ist so, Totalverlust der Position, aber der Emittent hat die noch. Und der muss zusehen, dass er die rauskriegt. Und vielleicht denkt er sich auch, naja, ich warte mal ein bisschen, die gehen vielleicht mal hier hoch. Nö, nö. Und dann irgendwann wird er gezwungen, diese Position aufzumachen. Und dadurch entsteht diese Akzeleration. Und da kommt ein Schein nach dem anderen, stirbt. Der hat zwar, der Emittent, den Vorteil des kleinen Aufgeldes, ja, aber das hilft ihm hier nicht. Wenn das Ding hier, das müsst ihr mir direkt mal anschauen, wie sieht denn das aus auf einem, sagen wir mal, Stundenchart, ja, der hat überhaupt keine Chance. Der muss zusehen, dass er das Ding raustreibt. Weil wir sind raus und wir fassen es erstmal nicht an. Aber der hat den Hedge. Und der Hedge sind halt in diesem Fall Long-Aktien. Vielleicht hat er ein paar Putz dagegen, alles schön, aber der muss zusehen, dass er rauskommt. Und wenn in einer Stunde der Wert von 53,60 auf 47,24 geht, so schnell kann der gar nicht die Aktien geben. Und deswegen kommt dann halt die Akzeleration rein. Gehen wir mal wieder auf den Tag. Also grundsätzlich gilt bei Warta genau das Gleiche. Es hat keinen Sinn. Und wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, macht es mit Schnüffelstücken. Das wird, schaut euch den Kurs an von Warta, von SAP, ich glaube, das war im Oktober 2020, aber ich kann mich da jetzt täuschen, ja.
Da hatten wir genau das Gleiche. Und ein Riesengap von 125 auf, ich meine, 108 oder sowas. Ja. Ein Riesengap. Hier war das Gap gar nicht mal so groß. 58 auf Eröffnung war 56. Das war gar nicht mal so viel. Aber dann ging es halt dementsprechend runter. Ich mag Warta als Firma. Ich habe jeden Tag irgendwas von Warta in der Hand. Ja. Ich habe noch kein Hörgerät, aber ich weiß, dass die sind also ganz groß in dem Hörgeräte-Ding drin. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf die 30 runtergehen, aber dann wird es dann auch wieder langsam. Und das ist die Betonung, langsam hochgehen. Ich glaube auch, dass diese 7,06% oder vielleicht jetzt etwas mehr an bestehenden Short-Positionen vor dem Hintergrund dieses doch heftigen Kursverfalls tendenziell jetzt zugemacht werden, was den Wert stützen dürfte. Aber wirklich größte Vorsicht. Ich kann hier weder zu K.O.-Scheinen raten, noch zu Optionsscheinen. Ich habe mir die Optionsscheine gar nicht erst angeschaut, damit ich da bloß nicht in die Not komme, euch hier irgendwas empfehlen zu müssen. Das ist heftig, was hier in beiden Aktien passiert ist und bei Hypoport noch mehr. Ich glaube schon, dass sie dann irgendwann, dass diese Bewegung als zu groß erachtet wird in beiden Fällen. Aber es erscheint mir doch zu früh, da was zu machen, es sei denn, es sind Mini-Schnüffelstücke. Wenn ihr also eine Position von 1.000 Euro machen wollt, dann macht 5, maximal 10% und lasst es auf euch wirken. Nicht zu schnell reinkaufen. Warten auf Umkehrsignale. Umkehrsignale sind Dojis, Bullish Haramis. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass hier entsteht, das halte ich für nicht gegeben. Hammer. Solche Geschichten, das sind Umkehrsignale. Aber erstmal auf die warten. Das Ding kann hier am Montag auch nochmal locker hier bis zu 30 runter. Was? Ich hole es nochmal rein. Für mich eigentlich eher so eine, also hier ist eine, die haben wir schon gesehen. Und hier ist die nächste bei 30,81. Also ich habe in Warta keine Position. Ich werde auf jeden Fall warten, mal zuschauen. Die Firma ist nicht pleite. Beide Firmen sind nicht pleite. Aber der Ausblick ist nicht, ja, wie soll ich das sagen, vorhersehbar. Da muss man halt aufpassen. Und das, was ihr hier seht, glaube ich, passiert bei einigen anderen Firmen genauso. Ja, Konsumbereich kann ich mir vorstellen. Autobereich kann ich mir vorstellen. Es gab neulich das Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nirgendwo verifizieren können, dass Porsche Kühlschränke kauft und sich daraus die Chips holt. Wenn das geht. Ja, also ich habe es nicht verifizieren können, aber das sind halt die Dinger, die umgehen. Also deswegen größte Vorsicht und lieber mal 2 Tage länger warten, lieber so einen Wert hier irgendwo um die 42 kaufen, als jetzt hier bei, was weiß ich, 38, 36, 35, 34, 32 irgendwie hinzukaufen zu müssen, weil dann wird die Position groß und dann tut sie auch irgendwann weh. Also bitte, bitte größte Vorsicht, ansonsten ein Happy Trading und fette Beute. Baba.